Zum ersten Mal treffen der FC St. Pauli und der SV Wien Wiesbaden aufeinander. Rein in die 15. Minute, ein Einwurf für Wien. Eigentlich keine ganz so gefährliche Situation in diesem Fall, aber schon Diakité vor Morena am Ball. Und dann ist er drin nach einer Viertelstunde. Die Auswärtsführung für die Wiesbadener 0:1. Dann aber mal die St. Paulianer. Die 40. Minute. Taki ist das, der da den gegnerischen Keeper Richter prüft. Mit 0:1 ging es in die Pause, rein in die zweite Halbzeit. Das ist St. Pauli und das ist Fabian Boll mit dem Ausgleich 1:1 in der 64. Spielminute. Welch ein wunderschöner Treffer. In der 89. Minute dann noch ein angebliches Foul von Eger an Atem. Es gab Elfmeter, aber Patrick Beck findet in Borger seinen Meister. St. Pauli Wien 1:1.